Leute, was geht ab? Heute habe ich euch was zu erzählen. Der Sinn dieses Videos soll euch eine Message hinterlassen. Also ich möchte, dass ihr aus diesem Video etwas lernt. Ja Leute, ich habe 2 Tage darüber nachgedacht, ob ich darüber ein Video machen soll oder nicht. Und wie ihr sehen könnt, mache ich jetzt darüber ein Video. Okay, was ist mir am Samstag passiert? Ich hatte einen Autounfall. Um genau zu sagen, hatten wir einen Autounfall. Mit wem ich unterwegs war, geht euch nichts an, Leute. Bisschen Privatsphäre sollte man hier auch noch auf YouTube behalten. Mittlerweile bin ich 20 Jahre alt, habe meinen Führerschein seitdem ich 18 bin. Mein Auto habe ich seit einem Jahr. Und ja, ich bin eigentlich noch Fahranfänger. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass ich ein guter Autofahrer bin. Ich kann zwar nicht so gut parken, aber Auto fahren kann ich. Das soll aber auch keine Ausrede sein, denn ich war ja in diesem Fall der Beifahrer. Na Leute, was ist passiert? Ja, der Unfall war um 21.20 Uhr, es hat sehr stark geregnet und das Ganze ist auf einer Landstraße passiert, sprich, man durfte 70 km/h fahren. Und dazu sei auch gesagt, dass es stark geregnet hat und mit stark geregnet meine ich, es hat wirklich hardcore geregnet. Dumm genug, dass wir um diese Uhrzeit Auto gefahren sind und dumm genug, dass wir nicht hardcore aufgepasst haben. Ja Leute, ihr müsst euch vorstellen, es waren 2 Ampeln da, so eine Kreuzung, wo halt 2 Ampeln nacheinander folgen und beide waren halt auf grün und wir sind, glaube ich, 70 km/h gefahren. Man darf ja 70 km/h fahren, dennoch sollte man bei Regen darauf aufpassen, dass man etwas langsamer fährt. So, ihr müsst euch vorstellen, wir hören Musik, reden ein bisschen und so weiter und auf einmal sehe ich vor mir, wie ein Auto steht. Also das Auto ist, glaube ich, ungefähr 30 Meter entfernt gewesen. Das war ein BMW. Ich kann euch das jetzt nicht 1:1 wiedergeben, Freunde, denn ich hatte halt einen Schockmoment und keine Ahnung, Alter. Aber auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass ich geschrien habe, ey, bremst. Daraufhin haben wir halt abgebremst, also eine Notbremse gemacht. Nur leider hat die Bremse nicht gereicht. Wir sind, glaube ich, mit 50 oder 60 km/h in den BMW reingekracht. Ja, Leute, und ich erkläre euch mal, wie das für mich war. In diesen paar Sekunden, wo wir am Abbremsen waren und wo wir kurz davor waren, in diesen BMW reinzuknallen. Man kennt das aus dem Film, man sieht einfach sein Leben an sich vorbeiziehen. Ich dachte mir, okay, jetzt ist es vorbei so. Ich guck nach vorne und denke mir so, tamam, deine Zeit ist gekommen, Jan, jetzt ist Schluss. Und in diesem Moment, wo wir am Bremsen waren, ich habe an nichts mehr gedacht. Ich habe einfach damit abgeschlossen, dass ich jetzt gleich sterben werde. Ja, mein Leben ist an mir vorbeigerauscht und Glück gehabt, wir haben überlebt. Das Auto, womit wir gefahren sind, ist hardcore zerquetscht gewesen. Also von vorne ist das Auto übertrieben zerquetscht worden. Und ich verstehe nicht, wie das physikalisch möglich ist, dass auf einmal die Türen auch zerquetscht waren, denn wir haben die Türen auch nicht mehr aufgekriegt. Aber so ist das eben, wenn man halt schnell fährt und gegen ein Auto kracht. Digga, ich werde es nicht verstehen, in Physik war ich nie so gut. Auf dem Beifahrersitz war es dann richtig eng und meine Knie waren auch so gesehen eingequetscht. Wisst ihr, wie ich meine? Gott sei Dank ist uns nichts passiert. So, wie ging es weiter? Als ich dann aus dem Auto ausgestiegen bin, ich musste halt die Tür etwas auftreten. Die Fahrer des Autos, die halt vor uns waren, sind halt auch ausgestiegen, natürlich. Und meinen dann halt auch direkt, ja, ruft die Polizei, bla bla bla. Ich bin aber ausgerastet und habe geschrien und habe gemeint, wie das sein kann, dass sie da einfach stehen bleiben, nicht im Warnblinklicht anmachen und so weiter. Wie kann man denn auf einer 70er-Zone einfach stehen bleiben? Da meinte der Typ, schau mal nach links. Auf der anderen Seite waren einfach auch 3 Autounfälle. Sprich, auf unsere Spur, also auf unserer Fahrbahn, haben einfach die Leute alle rübergegafft. Und da meinte der Typ zu mir, also der Fahrer, ja, vor uns die Autos sind alle stehen geblieben, haben alle nach links geguckt, weil die halt sehen wollten, was da abgeht und deswegen mussten wir abbremsen und ja, und irgendwann mussten wir auch stehen bleiben, weil das Auto vor uns gewendet hat. Er will mir weismachen, dass ein Auto vor ihm gewendet hat. Auf einer 70er-Zone. Auf jeden Fall, Digga. Wie man mich kennt, ich raste aus, schreien auch die Leute drüben an und sag alles wegen euch haben die Leute rübergegafft und wegen euch wären wir fast verreckt und so weiter. Das Auto ist komplett gefickt gewesen. Und ja, das Lustige ist, dem BMW vor uns ist einfach nichts passiert. Der hat so eine kleine Beule an seinem Heck gehabt, so wisst ihr, ich meine. Ja, dann habe ich mich auf jeden Fall mit den Leuten gezankt. Der Fahrer war ein Richter. Ich glaube, der ist 60, 70 Jahre alt gewesen, keine Ahnung. In diesem Wagen war als Beifahrerin noch die Mutter von ihm dabei. Die Mutter war 97. Im Nachhinein frage ich mich, wie das passieren kann, dass die stehen bleiben können, aber vor denen die Autos gar nicht mehr da waren. Sprich, alle Autos vor denen waren einfach weg und die bleiben stehen. Wie kann das passieren? So, was ist danach passiert? Wir haben die Polizisten gerufen. Und das Krasse ist, die Polizisten juckt das nicht wirklich, was da passiert ist. Ob wir schuld sind, ob die schuld waren. Dass da 3 Unfälle waren, schlechtes Wetterverhältnis und so weiter. In Deutschland zählt nur, wer reinfährt, ist schuld. Aber was sollen wir denn machen, Digga? 70er Zone, es regnet, man sieht sowieso schon schlecht, man müsste natürlich langsamer fahren. Aber das Auto vor uns steht einfach, es ist einfach stehen geblieben. So, nachdem wir dann halt unsere Angaben den Polizisten gegeben haben, kam von der anderen Seite die Leute rüber, also ein Mann, und meinte mir, der ist da einfach stehen geblieben, da hat keiner gewendet, weil ich habe ihn gefragt, ob da jemand gewendet hat, dass sie da stehen geblieben sind. Und der meinte halt, nein, war nicht so. Da meinte ich zu ihm, ja, kannst du es vielleicht der Polizei gleich auch sagen? Meinte er, nein, tut mir leid, mache ich nicht, ich will damit nichts zu tun haben. Dann meinte ich auch so, ey, Digga, dann komm doch gar nicht erst rüber, nerv mich nicht, ist eh eine angespannte Situation. So, wenn du helfen willst, hilf mir richtig, ansonsten komm erst gar nicht, ich will es gar nicht wissen, bevor ich noch aggressiver werde. Naja, egal, dann ist er auch weggegangen, ADAC gerufen, ja, und dann war die ganze Sache geklärt. Ja, an dem Tag habe ich mich dann von einem Kumpel abholen lassen, war dann zu Hause und kam erstmal gar nicht auf mein Leben klar. Ich habe nur wirres Zeug gelabert, meinte mein Kollege zu mir. Ich war einfach im Schockzustand, ich habe das danach erst alles wirklich realisiert. Und dann habe ich halt nachgedacht. Ich hatte zum Glück in meinem Leben noch nie einen Autounfall. Dieses Mal war es ja auch nicht mein Auto, sondern ich war Beifahrer und ich wusste halt nicht, wie es ist. Wisst ihr, ich meine, ich konnte das nie
einschätzen. Man hört natürlich da und hier sind Unfälle passiert und so weiter, Menschen sind gestorben, aber du selber steckst nie in dieser Haut dieser Person. Wisst ihr, wie ich meine? Also von denen die Leute auch überleben. So gehe ich zum Beispiel. Und ich habe halt realisiert, wenn wir ein bisschen schneller gefahren wären, wenn wir ein bisschen später abgebremst hätten oder wenn wir aus Reflex nach rechts gezogen hätten mit dem Auto, damit wir nicht reinknallen, wären wir zu 100% gestorben. Wenn wir ein bisschen schneller reingefahren wären, wären wir natürlich noch mehr zerquetscht worden. Wenn wir zu spät abgebremst hätten, dann könnt ihr euch ja selber denken. Und auf dieser Landstraße war halt recht Waldweg, kann man schon sagen. Wenn man halt nach rechts sieht, du wirst auf jeden Fall einen Salto machen mit dem Auto, sagen wir es so. Darauf kam ich irgendwie gar nicht klar. Es hätte einfach vorbei sein können. Ich war wirklich am Überlegen, ob ich darüber ein Video machen soll oder nicht. Und hätte ich halt dieses Video einen Tag nach dem Unfall aufgenommen, hätte man auf jeden Fall gesehen, dass es mir scheiße geht. Ich war wirklich im Schockzustand. Ich habe jeden angerufen, ich habe jeden angeschrieben, habe gesagt, ey, passt auf euch auf. Meine Mutter war nur am Heulen so, obwohl ich überlebt habe. Aber sie sagt mir auch immer wieder, pass auf dich auf, mach keine Scheiße, was auch immer. Aber was soll ich denn machen, Leute? Wir können es halt nicht wissen, was passiert. Wenn es passiert, passiert es halt. Wisst ihr, wie ich meine? Mittlerweile geht es mir wirklich gut, Leute. Macht euch keine Sorgen um mich. Aber wenn ich wieder über dieses Thema rede, werde ich wieder ein bisschen emotional. Und deswegen jetzt eine wichtige Message. Ich weiß, ihr hört das immer wieder. Und ich habe es halt auch immer wieder gehört. Dass ihr auf euch aufpassen sollt. Dass ihr euch nicht überschätzen sollt. Aber ja, es ist halt passiert, ne? Heute kann ich sagen, dass wir wirklich Glück gehabt haben. Und da ich weiß, dass ich sehr viele junge Zuschauer habe, jugendliche Zuschauer habe, auch eventuell ältere Zuschauer habe, möchte ich euch nur wirklich warnen. Passt auf euch auf. An die Kinder, passt auf euch auf, wenn ihr über die Straßen geht. Guckt bitte nach links und nach rechts als Beispiel. Geht nicht einfach über die Ampel, wenn die Ampel rot ist. So eine Kleinigkeiten halt, wisst ihr, wie ich meine? Aber es kann halt schnell gehen. An die Jugendlichen, die jetzt gerade auch ihren Führerschein machen, denn man macht ja schon seinen Führerschein, wenn man Glück hat, wenn man Geld hat mit 16, 17. Kann schon mit 17 fahren, wenn man seinen Führerschein hat, also mit seinen Eltern. Oder wenn man halt 18 ist und noch Fahranfänger ist. Passt auf euch auf. Packt eure Handys weg beim Autofahren. Konzentriert euch bitte nur aufs Fahren. Guck mal, ich bin ein richtig schlechtes Vorbild. Hin und wieder mache ich auf Instagram solche Stories, wie ich sage, ey, guck mal, ich habe meine Felgen gefickt, weil ich nicht aufgepasst habe, weil ich an meinem Handy war, weil ich Musik gehört habe. Okay, Musik zählt jetzt nicht, obwohl eigentlich auch, aber man soll sich halt 100% auf die Straße konzentrieren und nicht auf sein Handy gucken. Und ich reg mich dann darüber auf, dass ich meine Felgen gefickt habe. Aber Digga, scheiß auf die Felgen, ich hätte Samstag einfach sterben können, also wir. Deswegen, lebt euer Leben, unterschätzt das Leben nicht, passt bitte immer auf euch auf. Sowas kann ruckzuck gehen. Guck mal, uns geht's jetzt gerade gut, meine Familie geht's auch gut. Schau mal, du schaust gerade dieses Video. Du bist gerade in deinem Bett oder keine Ahnung, wo du bist. Du guckst ja gerade das Video an und dir geht's gut. Du hörst mir gerade zu und versuch bitte, diese Wörter in deinem Kopf zu behalten. Heute geht's uns gut, aber morgen können wir auch sterben. Es muss nicht ein Autounfall sein. Wir können krank werden, es kann irgendwas anderes passieren. Du kannst überfahren werden oder was auch immer. Aber es kann halt schnell vorbei sein. Und deswegen sollte man seinen Tod nicht provozieren. Es gibt ja auch Menschen, die extra schnell fahren, die sich überschätzen und dann halt daraufhin sterben, weil sie dann nicht aufgepasst haben, zu schnell waren, ausgerutscht oder was auch immer. Das, was am Samstag passiert ist, dafür konnten wir nichts. Natürlich, wegen den Wetterverhältnissen hätten wir ein bisschen langsamer fahren sollen. Aber sowas hast du halt noch nie in deinem Leben erlebt. So, wisst ihr, wie ich meine, dass sowas überhaupt passieren kann? Man hört das immer wieder, ey, passt auf euch auf, fahrt bitte langsam und ich wiederhole mich gerade, ich weiß. Aber bitte, merkt euch das. Schätzt euer Leben, provoziert nicht den Tod. Wenn ihr Kollegen habt, die wie ein Psychopath fahren und ihr der Beifahrer seid, Digga, es ist nicht cool, irgendwo in der Stadt 100 km/h zu fahren, 150 km/h zu fahren in der 70er-Zone oder was auch immer. Natürlich ein V8-Motor will man halt zeigen, dass man halt eine geile Karre hat, dass man schnell fahren kann und Scheiße baut und so weiter. Aber bitte, macht den Fahrern klar, Digga, dass das nicht cool ist, also euren Kollegen. Ich weiß, es ist so leicht gesagt, wisst ihr, wie ich meine? Aber ich war noch nie in dieser Situation. Jetzt war ich in dieser Situation und kann euch nur sagen, ich werde aufpassen. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr so krass schnell fahren auf der Autobahn. Wenn es regnet, werde ich umso mehr aufpassen und beim Autofahren werde ich mein Handy nicht mehr in der Hand haben. Und was ich noch sagen wollte, seid immer nett zu eurer Familie. Ohne eure Familie seid ihr nichts. Seid immer nett zu euren Freunden. Streitet euch nicht unnötig, okay? Es kann jederzeit vorbei sein. Nehmen wir mal an, ihr streitet euch mit euren Eltern. Seid für einen Tag weg. Es passiert irgendwas, du stirbst. Was meinst du, was mit deinen Eltern dann ist? Die konnten nicht mit dir reden, du konntest dich nicht entschuldigen. Deine Eltern werden so ein schlechtes Gewissen haben als Beispiel. Oder jemand, mit dem du dich gestritten hast. Deswegen, Freunde, seid immer nett zueinander, seid immer nett zu eurer Familie. Streitet euch nicht unnötig, provoziert nicht den Tod. Ich weiß, solche Videos sind eigentlich nicht so oft auf meinem Kanal, eigentlich gar nicht, mach sowas zum ersten Mal. Und tut mir auch leid, wenn es für den einen oder anderen halt kein angenehmes Video war oder das halt ein langweiliges Video war. Aber für mich ist es wichtig, für die Leute, die mich auch gucken, denen weiß zu machen, dass ihr auf euch aufpassen sollt. Ich habe eine gewisse Reichweite und wenn dieses Video 10.000, 20.000, 1.000 oder was auch immer Klicks macht, es ist wichtig für mich, dass es bei diesen Menschen kleben bleibt, dass ihr auf euch aufpassen sollt, okay? Verbreitet diese Message, auch wenn schlechte Gedanken sind, Freunde. Ich würde gerne wissen, ob euch schon mal so etwas passiert ist. Denn vielleicht hatten es ja welche schlimmer von euch oder von euren Familien. Deswegen kommentiert einfach mal, was bei euch passiert ist. Wenn ihr es nicht wollt, ist es auch nicht schlimm. Ja Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Da am Wochenende dieser Vorfall geschehen ist, habe ich die Weekend League nicht gespielt. Deswegen kommt ein anderes Psycho-Video am Samstag. Danke für euren ganzen Support bei meinem letzten Video. Wir waren einfach in den Trends Platz 4. So hoch war ich noch nie. Das höchste, was ich war glaube ich Platz 8. Video hat einfach 300.000 Klicks gemacht. Ich hatte noch nie so viele Kommentare unter einem Video. Ich habe einfach so viele deutsche Zuschauer. Mein zweiter Kanal liegt jetzt auch bei 98.000 Abonnenten, Freunde. Übers Wochenende haben einfach 6.000 Leute abonniert. Noch 2.000 Menschen müssen meinen zweiten Kanal abonnieren, dann kann ich noch so einen Button
anfordern. Der zweite Kanal ist verlinkt, Freunde. Würde mich freuen, wenn ihr den abonnieren würdet. Ey, und dann soll es gewesen sein. Mal gucken, ob das Video über 10 Minuten ging und nicht mehr Werbung schalten konnte. Und an all die ganzen Kritiker, die jetzt kommentieren könnten, ey, Jan, schalt doch wenigstens die Werbung ab bei so einem ernsten Video. Digga, wir verdienen ja alle unser Geld. Gönnt einfach. Dann würde ich sagen, wir sehen uns Samstag wieder.